Ich begrüße euch zu der Sendung RRO TV Sport. Heute sind wir zu Gast im Tourbillon in Sitten und bei mir ist der Sébastien Fournier. Er war einer der bekanntesten Spieler in den 90er Jahren beim FC Sitten und hat euch zweimal mit den Walliseren den Cup gewinnen. Recht herzlich willkommen bei uns, Sébastien Fournier, hier im Stade de Tourbillon. Schauen wir mal auf die glanzvolle Karriere des FC Sitten im Cup zurück und natürlich auch deine Erfolge, die du da gefeiert hast. 1991 warst du als ganz junger, ja, 20-jähriger Spieler im Kader des FC Sitten, hast die Vorrunde gespielt und dann kam der Cup-Final im Bankdorfstadion, aber leider konntest du da nicht dabei sein. Warum das? Ja, ich musste meine Militär machen während 4 Monate und ich konnte nur mit die Reserve trainiert am Abend. Deswegen war ich nicht dabei im Kader. Das hat ein bisschen Schmerz gemacht. Aber dass du nicht dabei sein konntest? Ja, natürlich. Pokalfinale. Mhm. Es war das erste Mal und du bist nicht dabei und du denkst, vielleicht es kommt nie einmal. Und wo hast du dann das Spiel erlebt? Wie hast du das Spiel 1991 erlebt, der 3-2-Sieg gegen die Young Boys? Ja, so wie alle Leute. Mit ein paar Freunden sind wir nach Bern und nachher zurück, ein bisschen Fest. Aber es war ein bisschen frustriert, natürlich. Es war hart für dich, auf der Tribüne zu sitzen. Ja, natürlich. Vor allem in der Pause mit dem 2-0 Rückstand. Hä? Ja, aber die Geschichte war schon ein bisschen geschrieben, aber war, ich glaube, die sechste Mal war nicht die 12. oder 13. so wie heute. Mhm. Und hast du damals in der Pause noch gedacht, ja, die Walliser, die könnten das noch umdrehen? Ja, ja, nein, ich sage in der Halbzeit, es war schwierig. Mhm. Erste Halbzeit haben wir nicht viele Torchancen gehabt und nachher der Wunder ist war wieder, wie sagt man, die Auswechslung von Chicho Lopez und Lucas Tudor. Die kommen, die beiden Jungen. Re Orlando, so jung ja, wie du damals. Wir haben der 2-1 sehr früh gemacht und nachher, ich weiß nicht, nachher der Rest war natürlich, weißt du, es war ein bisschen es war anders, etwas speziell im Stadion. Und natürlich nach diesem grandiosen Cup-Sieg war es doppelt so schade, dass du nicht mit der Mannschaft gewesen bist. Ja, ne? Also vorher, jetzt ist vorbei. Und ich hab das erlebt, 2-3 Jahre später. Mhm. Ja, also in 91 war es schwierig, aber jetzt kann man darüber vorbei, ja, ein bisschen schmunzeln. Ja. Aber 4 Jahre später, da warst du 90 Minuten natürlich auf dem Terrain im Spiel gegen die Grasshoppers. Das war ein bisschen weniger aufregend, 2-0 geführt, 3-1 geführt. Wie hast du das erlebt? Ja, also im Spiel, ich denke, also persönlich habe ich kein gutes Spiel oder super Spiel gemacht, weil erstes Mal immer diese Geschichte, wir haben nie verloren und so, ein bisschen vielleicht Angst, etwas. Druck? Ja, Druck natürlich. Und Druck, das kommt sofort, also eine Stunde nach dem Halbfinale, deswegen im Halbfinale kommt Druck schon. Ist weil das Finale schon präsent? Ja, du warst, das war vielleicht hier im Tourbillon und wir hätten gewonnen und nachher, wir sind zufrieden natürlich mit Zuschauern und so. Und du bist in der Kabine und schon in der Kabine, du merkst das. Ja, mit anderen Spielern, jetzt es wird schwierig und wir schauen auf das andere Halbfinale, war GC. Ja. GC, die waren Meister. Natürlich, es ist auch so wie ein bisschen heute, aber heute vielleicht noch schwieriger, weil Basel, die sind 6-mal Meister. Mannschaft, ja. Also, wie war es für dich damals zum ersten Mal, diesen Pokal in den Händen zu halten, als Walliser? Ja, es ist etwas Spezielles im Wallis. Pokal, die Geschichte zwischen Sion und Pokal ist etwas, es geht in die, wie sagt man, in das Herz oder in ja. Und auch Stolze, auch wenn du kommst nach Wallis mit dieser Pokal, ist etwas Spezielles für die Leute, auch für die Familie, für alle. Und der zweite Cupsieg, der folgte gerade
kurz darauf im 96 ja. gegen Servette. Ja. Das war ein bisschen schwieriger, auch wieder ein Rückstand von 2-0 für die Walliser. Das war ungefähr das Gleiche so wie gegen Young Boys. Der Unterschied, wir haben eine zweite Toranfang, zweite Halbzeit bekommen und nachher der Delville, der hat eine große Riesenchance verpasst zum 3-0 und dann sofort Bonvin. Sofort Bonvin macht 2-1 und der Raphael Wicke mit dem Absatz, der Ausgleich. Ja, und normal auch der Pascolo ist sehr schwierig, auf, wenn du bist in der kurzen Ecke Tore zu schießen und der Widmar hat das gut gemacht. Das entscheidende Tor. Das aber auf dem Platz, wenn du schießt der 2-1, du bist da mit anderen Spielern und mit die, wie sagt man, Le Regard. Man schaut sich an. Ja, und jetzt ist wieder da, wir sind wieder da. Merkt man das als Spieler auf dem Platz? Ja, auf dem Platz. Also, wenn man im Rückstand ist. Auch mit Publikum. Mit Publikum ist etwas speziell, weil wir haben schon das erlebt in 91 und wir schießen 2-1, der Publikum ist hinter dir und die. Und dann merkt man das als Spieler auf dem Platz auch. Ja, das war. Wie hast du es gemerkt? Ja, ich habe das erlebt einmal gegen Servette, also ein 3-0 hier, wir haben gedreht 4-3. Ja. Aber im Pokal ist noch mehr. Noch spezieller. Ich glaube, es ist auch Druck gegen den Gegner, natürlich, aber es war etwas, es geht um die Mentalität, die Sachen. Kann man nicht vergleichen, unglaublich. Ja. Und ich hoffe, wir sehen das am Wochenende, natürlich. Natürlich. Servette Genf haben wir gerade angesprochen, war ein Gegner im Cup bei dir, aber du hast nachher 2001 mit den Genfern den Cup noch einmal gewonnen. Wie kann man das vergleichen, ein bisschen ein Cup-Sieg mit Servette und Cup-Siege mit dem FC Sitten? Also mit Sion, es geht um die ganze Kanton. Und mit Servette, Servette ist nicht ein Spezialist vom Pokal. Und die hätten nie gewonnen seit 17 Jahren, ich glaube. Und wir wieder den Pokal nach Genf bringen, es geht auch um die, wie sagt man, Stolzheit. Die Ehre. Ja, Ehre. Also, aber hier im Wallis ist es ganz anders mit Publikum, mit diese Sachen. Und nach dem Halbfinale, wir sprechen nur von Pokal-Endspiel im Wallis seit 2 Monaten. Diese Saison ist speziell, weil wir haben die Qualifikation geschafft seit 1,5 Monaten und ist lange Zeit bis zum Finale. Bis zum Finale, bis zum Endspiel. Vorher, wir hätten nicht so viel Zeit zu, wie sagt man, reflektieren. Überdenken, ja. Wie ist die Rückkehr mit dem Cup, mit dem Pokal ins Wallis? Wie hast du das erlebt? Ja, wir sind hier natürlich im Tourbillon zurückgekommen mit der Mannschaft. Ein bisschen Ruhe hier, ein paar Bilder getrunken. Auf dem Platz, und ein paar Bier getrunken. Und nachher, du kommst, du gehst in die Stadt, Zentrum, und die sind keine Leute bis zum Bahnhof. Und da ist etwas unglaublich. Ja, ist super, ist schöne Stimmung, ist viel Spaß und wie sagt man, Lächeln zwischen Publikum und und die Leute. Und eine Feier auf der Planta ist natürlich auch wieder. Ja, und die Leute, die haben das erlebt, weil die fahren um 8 schon am Morgen oder 7 am Morgen. Und die machen kommen. Raclette vor dem Stadion. Ja, ein Volksfest. Ja, das ist es ist so. Und für uns, du lebst das, wenn du kommst um 11 Uhr ungefähr so zurück. Das ist noch einmal ein Highlight für die Spieler. Ja, weil vorher es ist nur konzentriert auf das Spiel und ein bisschen Fest nachher nach dem Spiel und die Mannschaft zusammen und nachher mit Leuten ist eine schöne Tradition. Wie hast du das erlebt? Der FC Sitten hat noch nie im Cup verloren, alle Endspiele gewonnen. Wie geht man mit diesem Druck um, mit der Angst? Ja, erstes Spiel, ich habe gesagt, gegen GC, ich habe ein bisschen zu viel darüber denken und auch die zwei, drei Nächte vor dem Spiel war ein bisschen schwierig zu schlafen. Ja. Das nimmt Energie.
im Fluss. Und nachher, ein Jahr später gegen Servette, habe ich ein gutes Spiel gemacht, weil ich hatte schon das erlebt. Einmal und hilft das? Ja, natürlich. Das geht um die Erfahrung. Es ist so, wie wenn du spielst erstes Mal hier oder zehnte Mal oder hunderte Mal, ist nicht das Gleiche. Aber es sind trotzdem manchmal die jungen Spieler, die dann entscheiden. Ja. Das kann auch Motivation sein. Mhm. Das kann auch Motivation. Dreifacher Cup-Sieger in der Schweiz, zweimal mit Sitten, einmal mit Servette, aber auch Cup-Sieger in Deutschland. Du hast den deutschen Pokal gewonnen mit dem VfB Stuttgart. Wie war das in Deutschland, ein Pokalendspiel? Leider hast du nicht mitmachen können. Ich war auf der Bank, weil ich hätte in Genf untergeschrieben. Mhm. Aber das war auch eine schöne Erfahrung. So ein Riesenstadion in Berlin gegen Cottbus war das. Wir hätten gewonnen 2-0. Zweimal Giovanni Elber. Und normal, der musste nicht spielen, weil er hatte bei Bayern München ein Tor geschrieben. Aha, aber bei dir war es anders. Und der hat zwei Tore gemacht. Nein, der war ein Riesenspieler, aber also als Erfahrung, es ist anders. Es ist mehrere Leute, wenn du kommst in die Stadt, ist es unglaublich, Leute, Fest, auch das Gleiche. Aber die... Es ist nicht die gleiche Cup-Stimmung besitzen. Normal, weil ich komme von Nanda. Natürlich, das ist meine Region. Mhm. Aber das war auch eine Riesenerfahrung für mich. Warst du damals enttäuscht, dass du nicht spielen konntest im Finale? Im Halbfinale hast du noch... Ja, ich hatte gespielt gegen Hamburg, gegen ISV im Halbfinale. Aber das ist eine Wahl des Trainers. Das war ein bekannter Trainer damals. Ja, der Jogi Löw, Nein, es war für mich super. Für mich war super. Deutschland habe ich eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht. Wie hast du den aktuellen Bundestrainer noch in Erinnerung damals als Trainer von deiner Mannschaft? Ja, ich habe der Jogi zweimal getroffen während seiner Karriere. Der war einmal mit der jungen Jürgen Klinsmann letzte Mal war vor ein Jahr und ich bin nicht erstaunt, weil der ist ein sehr super, also als Psychologe. Hast du gedacht, dass der das schafft? Nein, nicht so. Der ist Champion du Monde. Ja, es ist Weltmeister. Ich habe nicht gedacht, bis so weit. Ja, aber ich bin zufrieden. Der ist ein sehr netter Typ als Mensch. Der hat viele Qualitäten. Ja. Gute Qualitäten als Trainer auch. Ja. Wir haben vorher geredet über die Cup-Siege, die du erlebt hast, aber du warst natürlich mit dem FC Sitten auch Schweizer Meister 1992. Wie kann man das vergleichen? Man sagt ja immer, ein Schweizer Meistertitel ist viel mehr wert als ein Cup-Sieg, aber im Wallis ist das ein bisschen anders. Ja, das war der erste Titel von Sion in die Ligue Nationale A vorher. Mhm. Und wir hatten das auf ein Final gemacht, trotzdem 0-0 in Genf. Wir mussten unbedingt unentschieden machen in Genf. Ja. Und das war auch ein Riesenspiel in Genf, weil Servette Sion, Derby und so. Und unser erster Titel in Ligue Nationale A in Servette, das war etwas Spezial auch. Also auch ein großartiges Erlebnis, ja. Nicht nur die Cup-Siege. Ja, ich als Spieler habe ich Glück gehabt. Man muss auch gut sein. Hä? Ja, man muss gut sein, aber wir müssen auch auf eine gute Zeit. Und, eine gute Mannschaft. Ja, gute Mannschaft. Und damals war natürlich der FC Sitten ein Team noch mit vielen Wallisern. Ja, hat das etwas gemacht? Natürlich, wir waren viel Walliser. Das bringt etwas, aber heute kannst du nicht das Gleiche machen. Es ist unmöglich, weil es gibt Konkurrenz und für die Jungen ist es auch schwieriger, in die Super League zu spielen. Wir sehen nicht nur im Sion, aber überall in der Schweiz ist es schwierig und jetzt wir sind sehr, sehr froh, dass die zwei Jungen, die sind regular auf dem Platz seit Januar. Und wie habt ihr das gemacht, dass die ausländischen Spieler auch den Cup-Geist mitbekommen haben, Ouattara und die anderen? Ja, es kommt natürlich, es kommt, weil wir sprechen von Pokal und nachher es gibt Video, es gibt der Präsident auch, der kommt, weil Pokal ist etwas Spezial bei uns und die Leute und wenn du gehst zu
zum Restaurant, die sagen, die müssen unbedingt gewinnen. Und das, ist der Präsident fast noch wichtiger als der Trainer da? In so der ist sehr wichtig, ja, der ist sehr wichtig. Wie hast du ihn erlebt vor dem Cup-Match? Ja, der muss, wie sagt man, näher der Mannschaft sein, der bringt ein paar Ratschläge, der ist immer da und wie sagt man, es ist kein Druck, es ist mehr eine Motivation als Druck. Mhm. Reden wir noch von deiner anderen Fußballerlaufbahn. Du warst auch 40 Mal internationaler, für die Schweiz hast du gespielt. Wenn du so zurückschaust auf die Karriere als Internationaler in der Schweiz, was waren da so die Höhepunkte? Und natürlich die WM. 96, ich war der jüngste Spieler, das war eine schöne Erfahrung für mich. Und nachher um 96 die Qualifikation für EM in England. Nein, als Spieler, wenn du denkst einmal, du bist objektiv, spielen in Sion, nachher Nationalmannschaft, du denkst, aber 40, wie sagt man, Selektion, ja. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere. Obwohl eben in den USA konntest du leider nicht spielen. Ja, ich war der wie sagt man, Ersatzmann für Sutter. Es war schwierig für mich. Ja. In England gab es eine Halbzeit für dich? Ja, wir haben Trainer gewechselt und während der Qualifikation habe ich gespielt und nachher ist der Arthur Schorsch gekommen, der hat ein paar Sachen gewechselt. So ist Leben. Abgesehen von den beiden Endrunden, welche Länderspiele sind dir so am meisten in Erinnerung geblieben? Oder gab es spezielle Qualifikation, Erlebnisse? Natürlich die zwei letzten Spiele vor der Qualifikation zum EM in Schweden und gegen Ungarn im Achtung. War auch etwas speziell mit die Leute in der Schweiz, Qualifikation für EM. Es war nicht so wie heute. Wir sind fast jede Kompetition dabei. Also vorher war das zweite Mal, nach dem WM, der EM war etwas speziell. Sebastian, verlassen wir ein bisschen die Vergangenheit, obwohl wir könnten noch lange reden mit deiner großen Karriere. Kommen wir in die Gegenwart. Jetzt bist du wieder beim FC Sitten als Nachwuchschef. Was machst du da genau? Was sind da die Aufgaben? Also Anfang der Saison war ich U18 Trainer und verantwortlich für Formation, das heißt verantwortlich für U16 und U18. Mhm. Das ist eine Position, wir müssen das haben für die Label. Und jetzt, seit zwei Monaten, ich habe der Christoph Moulin ersetzt. Und ich schaue, wie es läuft, die ganze, von U14 bis U21. Bist du der Chef quasi? Der Chef. Ja, ich schaue jetzt. Und ich will meine Organisation ein bisschen machen für die nächste Saison. Wir sprechen darüber mit Präsidium und so. Wie ist die Qualität in den Nachwuchsmannschaften beim FC Sitten? Ja, heute, wir müssen dran denken, wir sind der kleinste Partnerschaft in der Schweiz. Das heißt, wir haben unsere Jungen sind weniger als Genf oder Watt oder Bern. Von der Quantität. Ja, von der Quantität. Mhm. Also wir müssen auf der Qualität machen. Und ich glaube, wenn du siehst jetzt, wo wir sind mit U21, natürlich ist es schwierig. Ist schwierig, die erste Liga-Promotion zu halten. Mhm. Wir haben gesehen am Ende der Saison mit weniger Hilfe von der ersten Mannschaft, weil der Edimilson, Folonier, die spielten oben. Das ist objektiv, das ist super. Aber unten ist es ein bisschen schwieriger jetzt. Und das ist ja gut, wenn die Walliser, die Jungen, wie du das genannt hast, in die erste Mannschaft kommen. Das ist fantastisch. Mhm. Das ist fantastisch. Und nachher, wir haben mit U18 haben wir ein paar Talent, aber generell sind wir in Schwierigkeit diese Saison. U16, die machen läuft gut. Es läuft sehr gut. U15 normal. Und U14 haben wir Potenzial. Und wir arbeiten gut auch, ich glaube, in der Wallis. Aber wir können besser machen, wir müssen besser machen. Es gibt Nachwuchsspieler aus dem Oberwallis, die gehen in das Berner Oberland, ja, das ist zum FC Thun. Warum sollten Sie zu dir kommen? Ja, das ist schade, weil, wie sagt man das, ich wäre sehr zufrieden, wenn die bleiben bei uns. Mhm. Wir sind Waliser, wir müssen alles
tun, in der Wallis zu machen. Und du kannst mit ihnen gut Deutsch reden? Kein Problem. Für mich verbessere mein Deutsch und die Jungen, die können Französisch lernen. Natürlich. Und noch Fußball spielen lernen. Ja. Und wir haben jetzt eine super Trainer oben, eine super Stimmung zwischen die Stafftechnik in die Jungen. Und in nächster Saison, wir wollen das verbessern. Das ist die Wille auch der Präsident, der will etwas verbessern. Und ich mache das alles. Und ich hoffe auf, wie sagt man, die jungen Oberwalliser, die guten, die bleiben die Talente, bei uns in Sion. Ja. Und auch auf ein paar Trainer, ein paar auch, wie sagt man, Techniciens, Oberwalliser in der Kader von Trainer. Das ist wichtig für uns. Die Oberwalliser Trainer das Gleiche machen wie eben der junge Foulonier. Ja. Nachwuchsbewegung in Sitten und vielleicht in diesem Jahr Göpsieger mit dem FC Sitten. Ja, warum nicht? Das ist natürlich das Schöne. Das wäre super. Ja, wir reden noch ganz schnell von diesem Göpfinal gegen den FC Basel. Wie ist die Ausgangslage aus deiner Sicht? Ja, ich weiß nicht, ob gut ist. Wir haben verloren im Luzern 3-0, aber vielleicht für die Konzentration und die Attention ist besser. Vielleicht ein 3-0 als 1-0 und gut gespielt, aber nicht gewonnen. Mhm. Also ich glaube jetzt, wir sind voll konzentriert. Ich habe Dolo morgen gesehen. Kannst du mir ein paar Tipps geben noch? Nein, Tipps mache ich nie. Nee. Habe ich noch nie gemacht. Mhm. Nein, aber für Dolo, wie sie sich vorbereiten sollen. Ja, für Dolo, ich hoffe am besten. Der ist ein sehr netter Typ und ich hoffe, der schafft das mit der Mannschaft. Trotzdem, dass der FC Basel die Mannschaft in der Schweiz ist. Ja, die ist Favorit, aber Favorit im Pokal, das will ich nicht sagen. Und die Walliser, die stehen natürlich hinter ihrem Club im Cup-Final 2015. Ja, es wäre wirklich super. Und wir sind da, wie sagt man das, Wir wollen das schaffen, wir sehen in die Augen vom Spieler, ich habe ein paar Spieler heute Morgen getroffen. Die sind schon das Köpfieber. Wir spüren das. Aha. Also ich hoffe, es läuft so wie 12 letztes Mal. Und der 13. Stern, der kommt ins Wallis zurück. Das wäre wirklich super, ja. Sebastian, wir hoffen natürlich mit dir zusammen, dass das klappt. Besten Dank für den Besuch hier bei RRO TV Sport und alles Gute weiterhin in deiner Fußballerkarriere. Merci beaucoup, merci. Ja, das wäre es gewesen, die heutige Sendung RRO TV Sport mit dem Sebastian Fournier. Er ist zweifacher Cup-Sieger mit dem FC Sitten und jetzt Nachwuchschef hier unten im Tourbillon. Besten Dank für euer Interesse. Und bis zum nächsten Mal.